Und der zweite Kampf im Ländervergleich. Oh, Philipp Erhard fängt hier gleich mit dem Riesenfeuer an. Und das wenn er das Tempo hier durchziehen will, braucht aber verdammt viel Luft. Er kämpft auf jeden Fall so, wie seine Einlaufmusik war. Ja, starker Treffer von Philipp. Super Knie. Ui! Ganz böse Knie von Philipp. Da muss sich der Holländer erstmal gewöhnen, dass er hier aus allen Positionen befeuert wird. Eieieiei, das ist ja aber ein hammerhartes Tempo, was hier vorgelegt wird. Uiuiui, der Schwinger. Der soll da was ganz anderes treffen. Ich muss sagen, mich beeindruckt schon, dass der gute Philipp Erhard das Tempo so lange durchziehen kann. Das ist nicht von schlechten Eltern. Ganz harter Cross vom Holländer, von Oscha. Und gleich noch ein hinterher. Ja, die letzte Sekunde des Kampfes haben wir gebrochen. Und die zweite Runde. Mal gucken, ob der junge Philipp das Tempo halten kann, weil das war schon mal ganz böse. Ja, ganz starker Cross vom Moscher. Auf die Hände sollte Philipp aufpassen. Und die linke am Schädel lassen. Ja,
Wirklich ein ganz starker Kampf mit ganz krassem Tempo hier. Keiner will hier nur einen Zentimeter zurückrücken. Schöne Knie von Philipp. Ei. Ja, mit den Low Kicks kommt der Junge wahrscheinlich weit. Ja, Philipp Bauer mit Luft jetzt. Das Tempo der ersten beiden Runden macht sich bezahlt, beziehungsweise kommt ihn ein wenig. Ja, der darf sich nicht so hingeben, der Philipp, der muss mitmachen, auch wenn die Luft weg ist. Oh, ganz böse Knie von Philipp. Tempo raus zum Ende der Runde. Ganz starker Lieberhaken von Philipp. Noch einer. Schön. Und nochmal das Knie rein. Und nochmal das Knie rein. Und nochmal das Knie rein. Sehr stark. Und willkommen zur letzten Pause. Und die dritte und letzte Runde fängt an. Wir können gespannt sein, ob das ein ähnliches Tempo ist wie in der Runde zuvor. Jetzt wird sich nochmal herausstellen, ob hier oder wer hier den Kampf gewinnen will. Philipp hier durchgehen mit ganz bösen Knien. Da muss Osha aufpassen. Aber ich glaube, Osha hat nicht mehr genug Luft, um das Ruder hier noch rumzureißen. Schöner Lebhaken von Philipp. Egal, für wen man hier ist, die beiden Jungs schenken sich nichts. Yeah.
Ja, lange kann nicht mehr zu gehen sein. Die beiden liefern sich noch mal einen guten Schlagabtausch. Ja, ganz stark von Philipp. Der will das Ding hier vorzeitig gewinnen. Starkes Team noch mal in die Mitte. Aber ich glaube, beide sind froh, wenn das Ding hier vorbei ist. Ascher holt nochmal alles raus. Nochmal ein paar Knie von Philipp. Sind auch viele drinne, voll drinne. Und der Kampf ist vorbei.